Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist es wieder soweit. Marcel? Hallo! Und meine Wenigkeit fahren einen weiteren Grand Prix rückwärts im 5-Runden-Modus und heute melden wir uns aus Kanada. Nach 2019 findet er endlich wieder statt. Und alles weitere besprechen wir im Grid. 3, 2, 1 und los! So, liebe Freunde, ja! Damit ist der Canadian Grand Prix underway und heute besprechen wir mal alles Mögliche, was mit dem Kanada Grand Prix zu tun hat. Und ich habe mir mal ein paar Themen daraus gesucht. Und zwar fange ich mal erstmal mit Folgendem an. Kanada, wie lang ist die Strecke? 4361 Meter, um ganz genau zu sein. 9 Kurven gehen rechts herum, 6 Kurven gehen links herum. Ein Vollgasanteil von erstaunlicherweise nur 60%. Ich hatte das ehrlich gesagt mehr in Erinnerung. Marcel, was hattest du getippt? Ja, ich hätte so 70, 75 gesagt. Ich ehrlich gesagt auch. Das ist ja das Kuriose daran. Ja, in diesem Grand Prix werden wir C3, C4 und die C5 Reifen nehmen. Die Zeit in der Boxengasse beträgt 18 Sekunden. Viermal wird auf über 300 km/h beschleunigt. Die Reifendrücke vorne 23 PSI und hinten 20,5. 3 DRS-Zonen und die nächste Gerade ist 650 Meter lang. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen mehr in Erinnerung. 650? Okay, 650 Meter. Ich dachte, die Gerade vor der World of Champions Chicane ist länger. Nee. Leider nicht. Aber Leute, fahrt mal in Kanada rückwärts. Das macht echt Laune. Ja, muss ich auch gerade sagen. Es war meine erste Runde überhaupt, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Kann man machen. Und hier kann man super abkürzen. Was war das nochmal? World of Champions. Ihr erinnert euch alle. 1999. Die Mauer schlägt gleich viermal zu und drei Weltmeister erwischt es. Erst Damon Hill, dann Michael Schumacher und zum Schluss auch noch Lokalmatador Gilles Villeneuve. Ricardo Zonta hat es damals übrigens auch zerlegt. Apropos zerlegt, Marcel hat irgendwie die Gabe, die Leute irgendwie, ich weiß auch nicht, zu jinxen, die da, sag ich mal, crashen. Was glaubt ihr? Wen wird es denn da erwischen? Also Marcel erwischt es erstmal im Hintergrund, wie ich sehen kann. Ja, das ist passiert. Ich will mich auch nochmal bei Juri Vips entschuldigen, falls du zusiehst. Im letzten Video war ja meine Prediction, dass du crashen wirst in der, wie heißt das da? Burgpassage. Burgpassage, genau. Burg ist mir nicht eingefallen. Und dann ist es leider wirklich passiert. Er ist in Führung liegend, circa 5 Minuten vor Schluss dort gecrashed. Also, Entschuldigung an dieser Stelle. Ich sag jetzt einfach mal, in die Wall of Champions wird der frisch gebackene Champion crashen. Max Verstappen. Wirklich? Ich denke, einer der Lokalmatadoren wird es machen. Entweder Stroll oder Latifi. Ich weiß nicht warum, einfach so. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, Latifi, der wurde angeblich, was ich gehört habe, soll er wohl aller Voraussicht nach sein Kanada Grand Prix noch fahren dürfen. Ab Silverstone soll er durch Piastri ersetzt werden. Ja, ist kein Scheiß. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass da nicht so wirklich viel dran ist. Denn Jos Capito hatte vor kurzem noch gesagt, dass Latifi die Saison zu Ende fahren darf. Ich meine, Piastri, bei allem Respekt, der Typ hat eine unglaubliche Pace und ich freue mich darauf, ihn als Stammfahrer in der Formel 1 schon zu sehen. Aber was glaubt ihr? Ist da wirklich was dran oder glaubt ihr, das kommt erst 2023? Ich würde auch sagen, Versprechungen in der Formel 1 müssen nicht immer was heißen. Ich weiß noch, 2019 hat Helmut Marko auch noch gesagt, ja, Gasly wird nicht in der Saison ausgetauscht. Ja. Und zack, was ist passiert? Also da kann man nie so ein Wort drauflegen, aber ich würde schätzen, Latifi wird die Saison noch zu Ende fahren. Ja. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Könnt ihr euch noch an 2011 erinnern, Freunde? Jenson Button, 4 Stunden und 4 Minuten später, von ganz hinten auf einmal gewinnt er das Ganze. Das ist einfach nur ein unglaublicher Grand Prix gewesen. Aber es hat mich auch wirklich für Sebastian Vettel auch wirklich... Also er tat mir wirklich leid. Er hat einen einzigen Fehler gemacht und der war rennentscheidend. Ja. Button hatte 6 Boxenstops. 6! Das ist einfach nur unglaublich. Was ich auch unglaublich finde, ist immer noch die Ferrari-Strafe für Vettel 2019 gegen Hamilton. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Aber in meinen Augen ist das keine 5-Sekunden-Strafe, die er gegen Hamilton bekommen hat. Er hat das Auto klar verloren. Und selbst Sky Sports UK Experte Karun Chantok hat selber noch ein paar Daten rausgesucht und es der FIA gezeigt. Also, ihr könnt mir mal gerne die Meinung mal unten in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr? Ist die Strafe wirklich berechtigt oder hätte eine Verwarnung auch ausgereicht? Ich bin dafür für eine Verwarnung. Ja, so, letzte Runde. Ey, du hast mitgezählt, prima. Nee, es war Glück. Ich hab geraten. Also, ich
So, okay. Vom zeitlichen Abstand her könnte es hinkommen mit der letzten Runde. Ja. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum letzten Thema. Ja, ihr kennt ja alle hier die Strecke, ich denke mal alle in- und auswendig, aber hier gibt es natürlich auch Tiere, die ihr leben, nämlich die Murmeltiere, und Romain Grosjean hat leider keine besonders guten Erinnerungen, denn er hat 2018 tatsächlich mal ein Murmeltier bei Übertempo 300 erwischt. Oh. Aber ja, so ein Murmeltier, bei so einer Geschwindigkeit kann das Ganze aber auch wirklich einen unglaublichen Schaden am Auto einrichten, also das ist schon echt krass. Ansonsten gibt es noch den Crash zwischen Felipe Massa und Sergio Perez 2014 in der letzten Runde, wo Vettel übelstes Glück hat. Und dann halt der Marshall, der sich auf die Nase gelegt hat, wo ich erst dachte, was passiert da denn? Und Robert Kubica, unforgettable, meine ich, dass er dann diesen Horror-Crash doch noch überlebt hat. Ja. Oh, ja. Und Marcel gewinnt. Yes. Ja. Nice. Ja, Glückwunsch, Mate. Ja, liebe Freunde, da habe ich mir mal gedacht, heute mal etwas anderes, indem ich euch einfach mal so ein bisschen die Historie erzähle. Also welche Grand Prix sollte man auf gar keinen Fall vergessen? Die habe ich euch jetzt alle aufgezählt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Schaut gerne mal Marcel vorbei. Wir haben eine kleine Challenge hier auch in Kanada gemacht. Auch mit Williams gegen Aston Martin. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und tschö. Tschö.